Na halli, hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen heute wieder bei Obst Manfred im LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und wir fahren jetzt, glaube ich, mal ganz schnell rüber auf mein kleines Feld. Denn wir müssen ein kleines bisschen noch rubbern. So sieht's aus, meine Lieben. Wir müssen auf alle Fälle hier noch ein bisschen ein paar Sachen einkrubbern. So, das haben wir natürlich auch schon fertig. Das heißt, wir können da auf alle Fälle schon mal ein kleines bisschen was abhaken von unserer ihr wisst schon, von unserer Liste. So, und hier können wir jetzt mal ein kleines begrubbern. So. Jetzt machen wir hier aber mal, wartet mal, jetzt muss ich aber mal gucken. Wir machen hier mal das so, zack. Spurführung machen wir ein, das machen wir ein und zack. So, gut, dann haben wir hier mal GPS drin. Das ist nämlich, glaube ich, mal ganz, ganz sinnvoll. Kleines bisschen ein Bild machen. So. Da haben wir einiges zu tun. Das kann ich euch mal sagen, wie es ist. Aber wir könnten mal, wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten eigentlich mal den Katalog durchblättern, wie das aussieht mit einem größeren Grubber. Weil das ist ja hier einfach nur Kotze. Das ist ein kleiner Grubber, das, obwohl ich wieder sagen muss, für meine kleinen Felder ist es gar nicht mehr so schlecht. So. Vorgewende machen wir dann noch schön. Ist auch mir wichtig, dass wir hier gegrubbert haben und wir müssen dann auf alle Fälle, ich sehe es gerade, wir müssen dann noch tanken fahren. Das ist ja das Allerwichtigste überhaupt. So. Perfekt. So muss es doch sein. Hinten noch die Spur. Sehr gut. So, da hätten wir das Anleit durch. Wie gesagt, hinten und vorne noch vorgewendet, dann haben wir das schon. Oh, fein, fein, fein. Machen wir hier gleich noch Vorgewände. So.
Nun, da haben wir doch schon mal schön gedingt. Fahren wir ja nochmal zurück. So. Ich muss dann immer rechnen. Vielleicht holen wir uns einmal einen Krupper. Ich muss wirklich mal sagen, Scheibenecke schön, aber schön und gut, aber vielleicht wäre es sogar wirklich gut, mal einen richtigen Krupper mal zu holen. Und dann, ich glaube, ich habe mich entschieden, ich werde vielleicht wirklich zu McCormick gehen. Ich habe das jetzt in eine Probe gefahren, so Ding. Das sind wirklich schöne Traktoren. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. So, ich fahre zuerst mal an den Hof. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich habe doch hier den Katalog. Ja, der Obstmanfred, hallo. Ja, ich bin's nochmal, Kohli. Hier, ja. Hast du Interesse an Feld Nummer 85? Wo ist denn das? Ist das bei mir hier oben irgendwo? Nee, das ist bei Nikolas direkt am Hof. Nee, brauche ich nicht. Alles klar, gut, tschüss. Gut, tschüssi. So. Gut. Warten wir. Ist aber hier ein bisschen falsch eingeräumt, hä, Leute. Oder nee? Naja, hier nee, das stimmt schon. Das ist natürlich Mist hier. So. So, das weg und das weg, das weg. So, da wollen wir doch mal reingucken. Beide Grubber. £47.225 PS brauchen wir. Das haben wir natürlich schon. So. Das wäre ja sinnvoll. 2,5 Meter. Das wäre natürlich auch sinnvoll. So, da kämen 47.000. Nö, ja, da wäre die Frage, wir hauen den hier raus. Das müssten wir wirklich machen. Wir hauen den hier raus. Das Ding hier. Können wir den ein bisschen rüberziehen? Warte mal. Oh. So, hauen den raus. Also den hier. Und holen uns den Grubber, den blauen. Jetzt wollen wir mal gucken, warte mal. 200 Bulls habe ich gleich. So, da können wir noch 71. 313. Also über 100.000 Euro kriegen wir da. So, 310 PS.
Kostet über 200.000. 250.000. So, da hätten wir aber nur einen Traktor. Dann habe ich mir noch überlegt, meine Lieben. Wir wollen noch schnell was zeigen. Ach, das müssen wir dann einmal noch probieren, ob das hier rein geht. So, ich habe mir überlegt, wir machen hier gerade, wir füllen Hirbel auf. Hier, weil das ist eine ungenutzte Fläche. Das ist absolut sinnlos. Und ich mache eine Eigenvermarktung hier rein. Das heißt, wir stellen hier eine ganz kleine, ein bisschen eine kleine Hofproduktion hin. Und hier machen wir einen Verkaufsstand. Die Bank hier, die kommt weg. Und bauen das hier rein. War vielleicht eine Idee, na gut. So, also, wir fahren jetzt auf alle Fälle erstmal den Traktor hier weg. Den Anhänger. So, mal gucken, wenn ich den jetzt anhänge, ob das hier funktioniert, der Rotz. Ich muss nach Wasser gucken, ihr Lieben. Verstehe ich nicht. Sehe ich einfach ne. Na ja, gut. Dann ist es aber so. Na gut, dann fahre ich das Ding jetzt erstmal hier drunter. Und dann gucken wir mal nach Wasser. Dass der Raps ins Hirn nicht nass wird. Wenn es kann ja sein, es regnet mal. Nicht, dass das Zeug uns hier verreckt. So, das weg. Klack, klack, klack. So, jetzt gucken wir drüben nach Wasser, wie es da aussieht. Da müssen wir mal ein kleines bisschen holen. Aber dann nehmen wir ja nicht das Riesengeschoss. Dann nehmen wir meinen kleinen Traktor. So, gut, nehmen wir den hier. Aber wir könnten natürlich, warte mal, passt mal auf, und zwar. Wir waschen das gleich mal. Das waschen wir gleich mal durch. So, waschen wir hier gleich mal noch. Wunderbar. Dann stellen wir den Anhänger nämlich Adlight runter. Und dann gucken wir mal. Genau, dann stellen wir nämlich den Anhänger gleich hier drunter.
So, das muss man nämlich ein bisschen ordentlich machen hier. Sonst wird es nichts. So. Bein. Zack und zack und weg und zack. So. Gut, dann holen wir uns hier drüben mal das kleine Wasserfassel und schaffen mal ein kleines bisschen Wasser in unsere Gewächshäuser. So sieht's aus. So. Gut. Das haben wir lange nicht gemacht. So, Schlauch hier dann und zack. So. Nö, das läuft doch gut voll. Sehr, sehr schön. Aber das sind Platten hier. Das drückt aber ganz schön, hä? Sieht ja bei aus, als wenn das Ding in Platten hätte. So, zack. So, jetzt wollen wir gucken. Na, das lautes Ding. So, zack. Dann wieder einrollen, hinten anhängen, so. Springt gleich drüber, zack. Oh, 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 jung wie so ein Reh. Holen wir uns den Schlauch und hier nennt, schieben wir zu, so, pendeln das hier rein, zack, so. Weile kann ich mir nüber gucken, wie viel überhaupt noch drin ist an Wasser. Guck mal hier gleich mal ein bisschen. So. Das, ich glaube, das hat ein bisschen wenig Luft, die ganze Geschichte hier. Oder sagt ihr? Schlauch raus machen, zusammenrollen, zusammenrollen. So. Das
lassen wir gleich noch dran hängen. Fein. So, und dann würde ich sagen, machen wir das noch voll und dann sind wir fertig für heute. Zack, so. Und Schieber auf. So. Und rauspumpen. Meine Lieben, wir haben es für heute geschafft. Lasst mal ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ja, gerne auch natürlich ein Abo. Würde mich umso mehr freuen. Bis dahin, macht's erst einmal gut. Tschüss. Euer Manne.